TPMS, Tire Pressure Monitoring System, also ein Reifendruckkontrollsystem. Das ist für die Zulassung von Neufahrzeugen ab dem 6. Juli 2024 verpflichtend. Und die Idee dahinter? Das Unfallrisiko im Straßenverkehr signifikant zu minimieren. Denn bei Druckabfall weicht der Reifen mehr und mehr, ihm wird dabei bannig heiß und er könnte platzen. Und um diesen Worst Case zu verhindern, muss der Fahrer rechtzeitig über den Druckverlust informiert werden. Dass das die UN aber erst ab 20% Druckverlust für erforderlich erachtet, halte ich persönlich für zu riskant. Daher warnt das Krone TPMS-System schon ab 10% Druckverlust. Das Krone-Kontrollsystem arbeitet mit Sensoren, die an jedem Rad im Felgenbett mit einem Gurt befestigt werden. Die Sensoren erfassen den Reifendruck und die Reifentemperatur, geben diese Werte weiter an die zentrale Empfangseinheit, die sie für den EBS-Modulator verständlich aufbereitet. Und der Bremsmodulator warnt dann den Fahrer per Anzeige im Display. Und je nach Zugmaschinenhersteller noch ergänzt um einen Warnton. Aber nicht nur der Fahrer wird informiert in seiner Hütte, auch sein Disponent bekommt die Info via Krone Telematik auf seinen Bildschirm. Und on top stellt Krone noch gratis für den Fahrer und für die Werkstatt eine App fürs Smartphone zur Verfügung. Einfach nur die App runterladen und dann den QR-Code auf dem Typenschild an der Stirnwand scannen. Und diese App visualisiert dem Fahrer via Bluetooth sowohl den Druck als auch die Temperatur seiner 6 Reifen. Aber auch für die Werkstatt ist die App ein sinnvolles Tool, um zum Beispiel bei einem Radwechsel den neuen Sensor mittels der Sensor-ID bei der Empfangseinheit anzumelden.